Das Leben steckt voller Rätsel. Warum passieren die entscheidenden Dinge immer dann, wenn man nicht hinschaut? Wir können nicht alles erklären, aber wie Sie mit uns Geld ansparen, anlegen und vorsorgen können, schon. Lassen Sie sich beraten bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank. Geld anlegen, klar gemacht. Union Investment. Besuchen Sie uns im Internet. Wir sind drin im Spiel der beiden Spektakelmannschaften von eben. Wir haben schon eine große Chance der Mainzer verpasst nach einem Freistoß. Der Ball ging allerdings nur an den Pfosten. Und sind gespannt, wie sich die beiden Teams von Mainz 05 und Borussia Dortmund jetzt präsentieren. Wie gesagt, die Mainzer gewannen mit 4:3 gegen Hannover 96 und der BVB mit einem satten 7:2 gegen den ersten FC Köln. Im ersten Spiel, was gerade der BVB Kapitän, der hier einen ganz starken Eindruck hinterließ, Tobias Raschel. Bei den Mainzern Schako Onangolo. Sehr auffällig. Philipp Askami ebenfalls. Wir sind gespannt, was diese Partie zu bieten hat für uns. Und da ist das 1:0 für die Mainzer. Mika Hönig von der linken Seite. Von der Liga her betrachtet, die Mainzer klarer Favorit, während hier der Fehlpass vom Dortmunder Keeper kam. Aber ein bisschen Havriluk bügelt diesen wieder aus. Von den Ligen her die Mainzer Favorit. Die Mainzer spielen in der Regionalliga Platz 4, also da oben dabei. Die Dortmunder nur in Anführungszeichen in der Westfalenliga. Das ist so gesehen eine Liga tiefer. Dort Tabellendritter, 7 Punkte hinter Tabellenführer Hombrucher SV. Allerdings, und das ist ja im Ruhrpott fast viel wichtiger als der eigentliche Tabellenstand, der BVB 7 Punkte vor Schalke 04. BVB kommt mit besten Empfehlung. Letzte Woche beim hochbesetzten, hochkarätigen Turnier in Dettelbach in Bayern beim Dorit Cup siegte der BVB im Finale nach Verlängerung 3:1 gegen den VfB Stuttgart. Also der BVB hat schon ein tolles Turnier gewonnen, wobei ein Turniersieg beim Freeway Cup noch etwas höher einzustufen wäre. Es ist die inoffizielle U16 deutsche Meisterschaft. Und wir sind mit dabei. Guter Ball jetzt hier. Leicht drüber. Jetzt haben wir bei Mainz vorne in der Spitze. Baskami. Basamci, Entschuldigung, Philipp Basamci. In der Spitze. Bullige Spieler hier. Das war mal ein Foulspiel von ihm. Da war der Arm draußen. Da gibt es 2 Minuten von Schiedsrichter Christian Westermann. Die kann man auf jeden Fall so geben. Zeitstrafe gegen die Nummer 15 und das Fahrtschild vom FSV Mainz. Und sehe ich mal, dass er 2 Minuten in Unterzahl. War die Hand im Gesicht des Gegenspielers. Und da kann man 2 Minuten für geben. Jetzt Überzahl BVB. Wir sind gespannt, wie sie es ausspielen. Gerade in der Halle ist die Überzahl ein großer Vorteil.
Wieder Vollspiel BVB. Freistoß die Mainzer. Gibt natürlich Zeit, die Überzahl hier vielleicht ohne Gegentor zu überstehen. Guter Abschluss, aber gute Parade auch von Alex Steinbach, dem Keeper der Mainzer. Ich habe es vorhin schon erzählt, neuer Trainer bei den Mainzern, Sascha Hildmann. Erst seit 1.1.2016 aktiv. Sein Vorgänger, ein Altbekannter aus der Bundesliga, Bo Svensson. Er allerdings jetzt Trainer der U17, während hier Özkan Çiğuroğlu mit der Chance scheitert. Der BVB jetzt wieder in der Überzahl, aber ganz schlampiger Ball von Torge Witteborg. Vorteil jetzt gelaufen und in Unterzahl fast die Chance. Jonas Kummer mit der Chance. 4-1-0-5. Also der BVB nutzt die Überzahl nicht wirklich gut. 5 Sekunden noch auf der Uhr. Überzahl. Mainz darf jetzt wieder auffüllen. Jetzt wieder Gleichzahl. Das Ganze ohne hochprozentige Möglichkeit überstanden für Mainz. Die Mainzer übrigens auch in Dettelbach aktiv. Dort den 5. Platz erreicht. Sie sind im Viertelfinale gescheitert an, dreimal dürfen sie raten, an Borussia Dortmund. Also, beide Mannschaften kennen sich. Wieder Foulspiel. Aber die Mainzer machen das abgeklärt. Zurzeit die souveränere Mannschaft. Behaupten die Bälle gut. Lassen wenig zu. Lassen wenig Zwingendes zu. Wieder Freistoß. Titelverteidiger. Witteborg. Ah, rutscht er weg. Wegen Lars Brückner. Der Tobias Raschel am Ball. Foulspiel von Tobias Misner beim BVB. Da ist ein klares Foulspiel. Aber er lässt es weiterlaufen. Checkt da an der Bande von Misner. Fast mit 2 Minuten gerechnet. Vom BVB-Spieler. Im Gegenzug dafür das 1-1. Und Özkan Çiğuroğlu will sofort den Ball haben. Ja, etwas unglücklich. Wie gesagt, für mich ging dann Foulspiel voraus. Da war der Arm schon etwas sehr weit draußen. Aber alles okay. Abgehakt und weiter geht's. Eckball. BVB. Marc Reimer. Klasse gespielt auf der Linie. Kurz vor Linie geklärt. Jonas Schneck mit dem Abschluss.
Abstand wird ja eingefordert. Noch 5 Minuten auf der Uhr. Es ist nicht das Torspektakel, bis dato ist es das nicht, was wir uns vielleicht auch oft hatten. Beide Mannschaften, wie viele, viele andere Vereine auch, im zweiten Durchgang hier eher mit etwas mehr Struktur bedacht im Defensivspiel, etwas mehr Sicherheit. Abschluss! Tolles Tor! Mika Hönig aus dem Rückraum. Wunderbar abgeschlossen, der hat gepasst. Keine Chance für Lucien. Havriluk im Tor der Dortmunder. Und der Ball geht von der Bande, nicht ins Tor. Da hat Havriluk gut aufgepasst. Die Mainzer wieder in Führung und damit in der Live-Tabelle bei 6 Punkten. Das soll jetzt aber bei Kitschneck den Ball nicht sofort rüber gespielt. Dafür die Mainzer aber Pfosten! Und das war die große Möglichkeit für Philipp Basamci. Wechsel beim BVB. Der nächste Block soll es besser machen. Kapitän Raschel jetzt auch wieder auf dem Platz beim BVB. Konnte nicht ganz so viele Akzente setzen bis dato wie in der ersten Partie. Lag aber auch daran, dass ihn vielleicht die Kölner haben machen lassen. Während jetzt die Mainzer etwas härterer Brocken sind. Abschluss in die dritte Etage der Kreissporthalle. Zwei 20 noch auf der Uhr. Borg hier an der Bande. Der Ball ist schön zurückgelegt. Alle macht einen tollen Eindruck. Tobias Raschel. Ich glaube, wir werden im Turnierverlauf noch eine Menge Freude an diesem Spieler haben. Intensives Duell. Also beide Mannschaften schenken nichts her. Es ist hier kein Samstag ausplänkeln. Hier ist Dampf drin. Beide Mannschaften wollen das unbedingt für sich entscheiden. Die Mainzer haben zurzeit die Nase vorn. 1:20 noch auf der Uhr. Alex Steinbach, der Keeper der Mainzer, legt den Ball nach vorne. Direkt zum Dortmunder. Schlussmann. Deswegen wir im Moment noch mit 2-1 vorne, der BVB kommt und die letzte Spielminute läuft. So, BVB-Fans, die Möglichkeit für euch, eure Team noch ein bisschen zu unterstützen. Auf geht's! Oh, Wahnsinnsparade auf der Linie von Alex Steinbach. Klasse. Reagiert. Çalhanoğlu hatte da die Chance für den BVB. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Oh, da geht's. Jens Jolles ins Dribbling. Das war nicht clever. Blockt jetzt aber den Ball. So, 18 Sekunden auf der Uhr. Zeit beim Angriff. Tobias Raschel verliert den Ball jetzt hier. Abstoß, klasse Parade. Aber die Zeit wird weniger.
Mainz verteidigt das jetzt gut mit vollem Körpereinsatz. Da ist Raschel. Raschel jetzt die Chance für den BVB zum 2-2, aber nein! Mainz 05 gewinnt mit 2-1. Bis gleich.